Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Skull & Bones. Und es geht um nichts Geringeres als die erste Season, die nämlich bereits bald starten wird. Ich denke mal, da freuen sich viele von euch bereits drauf. Der Name The Raging Tides, so viel ist klar. Und die Entwickler von Skull & Bones haben einen kleinen Entwickler-Chat im Internet abgehalten, wie ihr hier im Hintergrund unschwer erkennen könnt. Anderthalb Stunden gab es dort zu sehen und ja, die Quintessenz dessen habe ich für euch hier in ein paar Minuten zusammengefasst, damit ihr ja nicht die anderthalb Stunden gucken müsst, sondern hier komprimiert alle Infos erhaltet zur Season 1, die uns bekannt gemacht wurden. Und für günstiges, schnelles, zuverlässiges Silber, Items oder auch Boost für Skull & Bones, checke einfach MMOEXP. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Verwende dort einfach den Code GOODIE und es gibt nochmal zusätzlich obendrauf 6% Rabatt auf alle Bestellungen. Klar, wir wissen es auf alle Fälle schon, wer mein Video gesehen hat, das erste Jahr in Skull & Bones, was ist geplant von Seiten der Entwickler, der weiß schon einiges, denn es kommt in der ersten Season ein großer Gegner auf uns zu, und zwar Captain La Peste, und der sieht bösartig aus, und ich lasse das schon mal so ein bisschen im Hintergrund laufen, damit ihr schon mal wisst, was euch erwartet. Nachher gibt es den Trailer dann natürlich nochmal mit Originalton, damit er nicht von mir zugelabert ist, aber der Junge kommt halt zurück in die Karibik mit seinem legendären Schiff, und vor allem, er kommt nicht allein, er bringt noch eine ganze andere Menge Captains mit, eine komplette Flotte, und das ist unser Hauptgegner, ausgerüstet mit Pestbomben, eindrucksvoll im Hintergrund zu sehen, das sieht schon mega aus, Leute, das sieht schon wirklich richtig mega aus. Die Jungs waren nämlich unterwegs im Indischen Ozean und haben gesucht nach der Heilung, denn sie sind einem Fluch ausgesetzt und hatten die Hoffnung, im Indischen Ozean dort Heilung zu finden, und jetzt kommen sie halt back home, zurück nach Hause, und möchten natürlich uns das Leben schwer machen, weil wir haben hier gar nichts zu suchen. Sie waren doch hier die Numero Uno, und wir werden ihnen innerhalb der ersten Season erklären, dass die Sache Geschichte ist. Das ist auf alle Fälle die komplette Handlung der ersten Season, was dann natürlich logisch mündet in einem riesigen Showdown-Kampf gegen, ja, gegen Captain La Peste, und dort werden wir wahrscheinlich auch vieles von dem benötigen, was wir uns in der ersten Season verdienen können. Und worüber werden wir uns Dinge verdienen können? Zum Beispiel natürlich über neue Weltereignisse. Denn sowohl die Kampagne wie auch die DMC und auch natürlich die Fahrer, die momentan dabei sind, ein Elite-Kriegsschiff zu bauen, geben uns eine ganze Menge neue Herausforderungen. Also auch dort wird einiges Neues auf uns warten, sodass wir dort an neuen Weltereignissen teilhaben können und natürlich dann neue Dinge, ja, finden können, herausfinden können und Schiffsupgrades erhalten. Neue Schmuggelmöglichkeiten wird es obendrauf gehen, und wir sehen hier schon den freien Schmugglerpass im Hintergrund. Alle wichtigen Dinge, die wir brauchen, um La Peste besiegen zu können, gibt es nämlich dort. Natürlich gibt es dort neue Rüstung für unser Schiff. Es gibt natürlich auch neue Bewaffnung und natürlich auch neue Ausrüstung, Ausstattung, Furniture, wie es im Englischen heißt. Da muss ich jedes Mal echt nachgucken, wie die deutsche Variante ist, aber Ausstattung natürlich fürs Schiff, das gibt es in diesen, über diese drei Trees sozusagen zu erhalten, und wird halt, wie gesagt, natürlich dabei helfen, La Peste zu besiegen und unsere Schiffe natürlich selber auch stärker zu machen, und das ist halt gratis, das ist halt gratis. Es gibt natürlich logisch obendrauf natürlich dann den Premium Battle Pass, wo es dann nochmal zusätzlich gibt extra Gold, extra Cosmetics, aber halt Gold und Cosmetics, ne? Und nicht irgendwas, was notwendig ist, um hier wirklich zu siegen. Ich denke mal, dass da Ubisoft wirklich vorsichtig war und wir dort kein Pay-to-Win sehen werden, denn ich glaube, die wissen selber, was dann für ein Shitstorm auf sie zukommt. Das nächste Wichtige ist, wann geht es los? Wann geht es denn los mit der ersten Season? Und das ist bereits nächste Woche der Fall. Am 27.02. Also wirklich zeitnah kommt die Season zu uns, ja, auf die Bildschirme, und das finde ich wirklich gut, dass das hier jetzt nicht so ewig dauert, ehe die Season startet, so dass wir uns direkt dann wirklich damit befassen können, was wir auch letztendlich immer wieder erwarten werden. Dauer der Season wird, ja, über den Daumen gepeilt 3 Monate sein, sagen sie selber, also wirklich über den Daumen gepeilt, nicht genau auf den Tag genau, aber so in der Art und Weise. Ja, und dann kam das große, große, ja, Chat-Event sozusagen innerhalb des Developer-Streams hier, des Entwickler-Streams, und 1:30 unter dem Motto Ask Us Anything, frag uns alles.
Sie hätten in meinen Augen das Ganze auch erweitern können. Frage uns alles, wir antworten auf gar nichts. Leider ist das wirklich die Quintessenz. Ne? Also ich würde euch wahnsinnig gerne, ja, sage ich mal, ganz viele Dinge sagen. Wir haben so ein bisschen was wurde den Entwicklern aus der Nase gezogen, aber relativ wenig. Da muss ich euch leider enttäuschen und deswegen habt ihr auch Glück, hier mit diesem Video halt nicht diese anderthalb Stunden ja, schauen zu müssen, voller vager Antworten. Wir haben zum ersten natürlich das Thema große Schiffe. Wird es große Schiffe geben? Eine Frage, die natürlich herumgeistert ohne Ende. Die Antwort dazu, sie schauen, dass sie das hinbekommen. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass große Schiffe kommen werden. Wann und wie ist natürlich fraglich. Aber da wollen sie halt auch nimmer sicher gehen. Wir haben ja auch einige kleine Flüsse, dass man dort dann auch trotzdem vernünftig navigieren kann. Mit so einem großen Schiff wird das halt, ihr merkt das ja, denke ich mal, schon bei den mittelgroßen. Diese kleinen Flüsse mit so einem mittelgroßen Schiff, das ist schon immer so ein bisschen enge Angelegenheit. Und wenn es dann auch noch richtig große Schiffe sind, da muss man natürlich ein bisschen was sich überlegen, dass das Ganze halt auch wirklich flüssig ins Gameplay eingebaut wird. Aber ich denke mal, da kann man ein hundertprozentiges Ja geben, dass große Schiffe kommen werden. Die nächste große Frage der Community, höhere Schiffsränge, höheres Level für die Schiffe. Auch hier eine relativ gute Antwort, kann man sagen. Denn bereits nächste Woche, sprich in Season 1, sollen wir was dazu sehen. Also mehr Aussage auch wieder nicht. Aber da haben wir wenigstens eine Antwort vor der Nase. Da müssen wir uns überraschen lassen nächste Woche, was innerhalb der Season dort möglich sein wird. Aber dort wird es dann wohl vom Level her höher gehen. Ebenso geht es natürlich auch um kleine Schiffe, nicht nur um große. Sie möchten dafür sorgen, dass die kleinen Schiffe auch mehr genutzt werden oder halt auch mehr Sinn haben, genutzt zu werden in der Zukunft. Dann die Frage nach PvP. Auch hier sind sie am Überlegen, was sie machen können, um den Wünschen der PvP-Spielern nahezukommen, dass es dort größere PvP-Gebiete innerhalb des Spiels geben soll, ohne jetzt natürlich die PvE-Leute wiederum da in Mitleidenschaft zu ziehen, aber einfach größere PvP-Zonen soll es geben. Dann Quality of Life. Ne? Ihr kennt es, glaube ich, selber. Ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig nervig. Man hat relativ viele Schiffe gen Jorlan gejagt und hat viel gemacht. Dann hat man diese ganzen Beutelchen und Silbertruhen im Inventar und dann muss man jeden Silberbeutel und jede Truhe einzeln aufmachen. Ist natürlich nicht so schön und die Antwort dazu war dann, ja, teilt doch eure Wünsche auf Social Media und Reddit. Wir werden das alles lesen und eventuell irgendwann irgendwie was machen. Ja, ist leider die Antwort. Ich will den Entwicklern hier auch nichts vorwerfen. Ne? Ich will denen nichts vorwerfen. Ich denke, die haben einfach einen massiven Maulkorb verpasst bekommen und konnten nicht mehr sagen. Ne? Damit spreche ich also überhaupt gar nicht gegen den Entwickler-Talk. Ne? Denn die Jungs waren sympathisch und nett und ich glaube, die haben auch versucht, ein bisschen was rüberzubringen. Aber sie durften einfach vieles nicht sagen. Dann ebenso eine Frage, die für euch jetzt wahrscheinlich auch ganz, ganz wichtig ist. Ja, wir hauen hier momentan Kohle ohne Ende rein in unsere Manufakturen. Wird das denn alles nächste Woche resettet? Nein, nein, wird es nicht. Es wird nicht resettet. Die Manufakturen werden zum Start der Season 1 nicht resettet. Das bedeutet nicht, dass es nicht einen späteren Reset geben könnte, aber sie haben definitiv gesagt, zum Start der ersten Season wird es nicht resettet werden. Obwohl ich das jetzt auch so ein bisschen schade finde, weil das bedeutet eigentlich letztendlich, dass nicht jeder mit den gleichen Voraussetzungen in die Season startet. Die Leute, die jetzt fleißig waren, haben dann definitiv einen Vorteil. Also seid weiter fleißig, kann ich an dieser Stelle einfach nur euch empfehlen. Seid weiter fleißig. Die Vorteile könnt ihr mit in die erste Season übernehmen. Dann natürlich die Frage nach Clans kam natürlich auch auf. Ein ganz, ganz großes Thema. Auch ich habe die Frage jetzt schon oft gestellt bekommen. Ja, kann man denn irgendwie Clans machen? Ist das geplant? Gibt es da was von Ubisoft? Wahrscheinlich ja. Auch hier wieder die Antwort, wahrscheinlich ja. Mehr war nicht herauszubekommen, wahrscheinlich wird es kommen. Und dann die nächste ganz große Frage ist natürlich Piraten-Hideouts. Wird es was geben? Werden wir unsere eigene Siedlung bekommen? Unsere eigene, ja, kleine Insel, wie auch immer. Und die Antwort dazu war natürlich dann absolut unbefriedigend. Bringt doch eure Ideen ein und vielleicht passiert ja was. Ja. Ich kann das jetzt leider nicht mehr zu sagen, das war's. Denn ich denke, das ist schon relativ gut zu realisieren, sowas einzubauen. Wer ganz früher vielleicht Dark Age of Camelot gespielt hat, dort gab es dann einfach eine eigene Housing Area. Die haben dann halt einfach fernab vom Spiel sozusagen, also praktisch als eigene Zone, ein Housing gebracht. Und das war auch geil. Das war auch geil, wenn ich dann da halt auch meine eigene Destillerie habe, da meinen Rum brauen kann, meine Drogen herstellen kann, meine, keine Ahnung, meinen eigenen Schmied habe und so weiter, einfach im Housing.
wäre das okay, ne? Und einfach dann, was weiß ich, wenn ich halt irgendein fettes Tier gejagt habe, dann habe ich die Trophäe, die ich mir zu Hause an die Wand hängen kann. Solche Geschichten, das gab es damals dort alles in Dark Age of Camelot. Das war mega. Das fand ich klasse, ne? Es gab tausendfach Anpassungsmöglichkeiten und das ist 100 Jahre her. Und gefühlt sind es sogar 200 Jahre. Also daher, ich denke mal, sowas sollte, sag ich mal, heutzutage eine Fingerschnippübung sein, sowas zu realisieren und zu machen. Und ich hoffe, dass Ubisoft dort entsprechend nachlegen wird. Und das sind leider erstmal alle offiziellen Infos zur ersten Season. Ich hätte mir auch gewünscht, euch dort wirklich mehr sagen zu können. Ich denke, auch die Entwickler hätten sich vielleicht gewünscht, mehr sagen zu dürfen. Das ist die Quintessenz, die ist Wichtigste. Am 27. geht es los und weil er wirklich so mega gelungen ist, jetzt nochmal für euch in voller Länge, ohne Goodie-Gelaber, den Trailer zur ersten Season von Skull of Bones. Ich freue mich auf alle Fälle riesig drauf. Eure Meinung zu all dem natürlich wie immer unten in den Kommentaren. Denkt dran, das wird alles gelesen. Es sind in der letzten Zeit wahnsinnig viele Kommentare. Ich habe noch nicht alles beantwortet, aber keine Sorge, das landet alles bei mir in den, ja, in den Gehirnrinden, das nehme ich alles mit auf und werde auch halt solche Sachen immer dann bei zukünftigen Videos berücksichtigen. Ich denke mal, das merkt man auch immer wieder, dass ich da versuche, gut auf alle Fälle Ideen und Ähnliches von euch umzusetzen. Das war's von mir. Hat euch das Video geholfen? Hat es euch gefallen? Denkt an den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen, dann verpasst ihr ja natürlich weiter kein neues Video und hier wird noch viel Skull & Bones Content kommen, das verspreche ich euch. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Prepare to clash against new rivals as tensions rise in the Indian Ocean. With fleets of resource-rich ships traversing these waters, pirates from across the world are driven into a feeding frenzy. Experience it all for free in the first season of Skull and Bones: Raging Tides. Face the vicious Captain Philippe Lapeste and his legendary pirate ship, La Potence, in the Tides of Terror. Incurring the wrath of local supernatural forces, he leaves the Caribbean for the Indian Ocean in search of a cure for the curse inflicted upon him and for control over the helm. Equipped with plague bombs that taint everything they touch, he and his ravenous fleet of plague bringers and plague hunters will pose a threat to your pirate empire, luring into all-out naval warfare by decapitating his captains and taking down his invading fleet, leading up to an epic showdown. With more pirates swarming the Indian Ocean for a chance at untold wealth, you'll encounter brand new world events on the treacherous seas. Because of this, mega corporations like the DMC and Compagnie Royale rush to complete high-stakes deals along the trade routes before pirates can strike. Hellbent on defending their territory, the clan of Farah pulls together all their resources to build an elite warship to protect their merchant convoys. As a pirate, your reputation is everything. Climb the ranks of the Kingpin leaderboards to secure your place at the top and unlock exclusive higher tier weapons and equipment for an edge against your enemies. Amidst the brewing turmoil, an influential figure from the West hears of your exploits and reaches out to you with a proposal to smuggle high-value resources under the nose of megacorporations while thwarting the pest's rise to power. Prove your worth and reap rewards as you progress across three unique paths simultaneously on the Smuggler Pass: the Shipmaster, Quartermaster, and Gunnermaster. Obtained from the Shipmaster, the Wailing Ward armor provides additional protection to your crew by reducing incoming damage and stamina depletion from the toxic attacks. The Quartermaster grants the La Potence schematics, which reveals the weak points and boosts damage dealt to La Peste's fleet and his ship when you're in a group. From the Gunnermaster, you can acquire the Carronade, a powerful new weapon ideal for crushing holes and flooding your enemy's ships. Combine
find these new weapons and equipment, and you might just survive the Plague King's onslaught. And for those who dress to kill, you'll also earn gold on the premium pass to purchase more opulent cosmetics from famed foreign bazaars. The Atelier and Shipwright will also receive shipments of exotic new cosmetics regularly, which are only purchasable for a limited time. The time is now, Captain. Hoist your sails, load your cannons, and plunge into all-out naval mayhem as you enter the raging tides of Skull and Bones.